Ich grüße Sie zum heutigen JFD Live Trading am Morgen hier am 24. Februar und wir schauen uns doch gleich mal den DAX im Konkreten an und wir sehen hier den Stunden-Chart-Intervall wieder und die Hürde, die uns hier richtig ins Auge springt, ist jene hier bei 11.150 Punkten. Genau wie getitelt ist es eben das Niveau, wo der DAX so ein bisschen jetzt aktuell den Deckel drauf hat. Wir haben ja den DAX auch erst gestern besprochen. Grundsätzlich das Aufwärtsmomentum positiv, wenngleich kurzfristige Rücksetzung. Da schauen wir uns nochmal kurz hier diesen Tagesschart an. Die grundsätzliche Lage nicht zerstören würden. Hier direkt bei 10.990, 10.980 Punkten haben wir hier eine schöne Supportline, inklusive dieser Aufwärtstrendlinie, die hier seit dem 10. Februar sich etabliert hat. Wäre hier ein schönes Rebound-Level für den Fall, dass der DAX eben Rücksetzer macht. Aber dieser, ob er denn kommt, muss man erst mal sehen, denn Tatsache ist, die Bullen sind sehr hartnäckig und es deutet sich hier keine größere Schwäche bislang an. Keine Frage, wir sind gut gelaufen. Das sehen wir hier auch am Tagesschart seit Oktober. Hier innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals schleichen wir uns hier immer mehr nach oben empor anhand dieser oberen deckelnden Trendlinie und das wäre schon noch ein finaler Touch jetzt hier Richtung 11.350, 11.400, dass wir hier dieses Niveau ausloten, um dann eben nochmal einen Rücksetzer zu machen und hier einzusteigen. Ansonsten bleibt die Lage, wir sehen es hier anhand der gestrigen Tageskerze und auch der heutigen, zunächst von einer gewissen Unsicherheit bestimmt. Wenn es Rücksetzer gibt, wie gesagt, sollten die hier knapp oberhalb oder um 11.000 Punkte aufgefangen werden, damit man hier sozusagen dann wieder den direkten Aufwärtsimpuls aufnehmen kann. Geht es allerdings hier unter das Tief vom Freitag bei Preisen unter 10.946 Punkten, dann muss man sicherlich aufpassen, was der Markt hier macht. Wir werden es hier definitiv live begutachten, sofern der DAX so einen Rücksetzer vollzieht. Aktuell kann man nur sagen, seitwärts auf hohem Niveau, kleine Rücksetzer sind legitim hier im Bereich 11.000 plus, gar keine Frage. Also 100 Punkte runter wäre kein Problem. Ansonsten eine direkte Wiederaufnahme nach oben ist möglich. Und da schauen wir uns jetzt eben mal hier den Stundenchart an mit der 11.150 Punkte Marke bzw. des Widerstandslevels. Und dann machen wir direkt mal einen roten Block oben hin, damit wir das auch symbolisch unterstreichen. Inklusive des heutigen Tageshochs. Wir gehen jetzt mal drauf. Das war direkt die 9 Uhr Katze, 11.145, ja, gehen wir ein Stück weiter runter, 11.145, das ist hier so die Zone, der Knackpunkt, den wir gerade haben. Wir können sogar ausgehend aus der vergangenen Woche hier einen kurzfristigen Aufwärtstrend in den Chart legen, der uns hier zumindest mal wieder einen Anhalt gibt für den Fall, dass der DAX jetzt ein Stück weit konsolidiert. Auch hier versuchen wir wieder den DAX einzufangen in einer Art Trendkanal. Die alten Linien nehmen wir mal raus hier, die haben an Relevanz verloren. Aber hier kurzfristig im Stundenchartintervall eine schöne Aufwärtstrendkanalstruktur. Und der DAX hier sehr gut unterwegs auf hohem Niveau. Und wenn wir hier zurückgehen in den gestrigen Handelstag, haben wir hier gesehen, dass wir hier bei 11.080, 11.070 war das Tief. Aber hier eine stabile Zone haben. Hier ist auch der EMA 50 auf Stundenbasis, also im Intraday-Bereich, könnte der DAX bereits hier seinen Boden finden, wenn er denn überhaupt dorthin zurückkommt. Denn Tatsache ist, je früher er hier über 11.145, 11.150 rausschießt, desto eher haben wir hier Niveaus im Bereich 11.200, 11.250 Punkte auf der Uhr stehen. Man muss einfach sagen, der Trend ist bullisch und wenn sich da hier keine Umkehrsignale am Horizont aufzeigen, dann muss man hier auch nichts reininterpretieren in den Chart. Der Markt ist bullisch. Der Tag heute übrigens an dieser Stelle auch sehr, sehr bullisch mit 58% positiver Schlusspreise. Also DAX sollte heute noch tunlichst nach oben ziehen, um hier seinen statistischen Vorteil zu spielen. Heißt natürlich nicht, dass das passieren muss, aber der DAX hat hier tendenziell gute Karten, weiter hoch auszubauen. Im Worst Case pendeln wir jetzt heute hier grob zwischen 11.080 und 11.145 Punkten seitwärts und warten mal ab, was da am Nachmittag aus Übersee kommt. Janet Yellen spricht ja hier praktisch vorm Kongress in Washington. Da kann es Impulse geben, da muss man definitiv drauf gefasst sein. Wir schauen uns das gerade mal an, die Newsseite, wann genau hier die Termine anstehen. So, da haben wir sie. Rede von Janet Yellen, 16 Uhr vor dem Senat, da haben wir sie. Das ist schon eine wichtige Rede, die heute ansteht. Und dann hier haben wir auch noch Draghi, 15 Uhr. Also am Nachmittag ist hier durchaus für Impulsivität gesorgt, sofern hier wieder von Seiten der Notenbanker hier irgendwelche Stimulusimpulse kommen. Der DAX bleibt, und das lässt sich technisch hier definitiv festhalten, in einer sehr konstruktiven Ausgangslage im
Zuge dessen, dass hier neue Hochs erwartet werden dürfen. Wir haben heute Morgen auch schon die FTSE-Logik gespielt beim JFD Desktop. Zeige ich Ihnen auch nochmal gerade. Da sehen wir hier eine sehr exorbitante Aufwärtsbewegung, die ja einige hundert Punkte umfasst. Wie gesagt, die Pfeile sind nicht von mir reingemalt. Das ist eine Vektor-FTSE-Logik-Berechnung, die sich hier anhand der vergangenen Tendenzen und saisonalen Verhältnissen aufbaut, und die zeigt hier eben eine stringente Aufwärtsbewegung an im Vorfeld dessen oder im Rückblick dessen, dass hier praktisch eine generelle Aufwärtsbewegung beim DAX natürlich schon Einzug hält. Wir sind ja seit Oktober letzten Jahres deutlich über 30% gestiegen, seit Januar schon hier deutlich im zweistelligen Bereich 14-15% gestiegen, also hier alles durch die Bank sehr, sehr bullisch. Und da muss man einfach nur sagen, der Markt hat hier starken, starken Rückenwind. Und wenn da heute Nachmittag nochmal ein Stimulus seitens der Notenbanker kommt, dann dürfte sich hier sicherlich der ein oder andere Bulle nochmals anschnallen und den DAX hier nach oben treiben. Die Marken sind genannt, auch auf der Ober- wie Unterseite. Wie gesagt, darauf gilt es zu achten. 11.070, 11.080 unten und 11.145 oben. Warten wir mal ab, was passiert. Gegebenenfalls schalten wir uns heute Nachmittag ab 15 Uhr oder 16 Uhr nochmal ein, um den Markt dann live zu bewerten, wenn es denn hier neue impulsive Bewegungsimpulse gibt. So dann sind wir durch mit dem JFD Live Trading TV für den Vormittag. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen angenehmen Handelstag und verbleibe bis später in Christian Kemmer. Und tschüss.